Ulrike Wendland hat das schon gesagt. Das Thema hat natürlich einen ganz aktuellen Bezug. Ich glaube, wäre George Floyd im vergangenen Jahr nicht ermordet worden, dann würde ich hier nicht zu diesem Thema sprechen. Und vielleicht gäbe es auch nicht die thematisch so zugeschnittene Sektion dieser Tagung. Die Angriffe auf Denkmäler im Zuge der Black Lives Matter Proteste sind allerdings kein neues Phänomen, sondern sie stehen in einer langen Tradition der Zerstörung von missliebig gewordenen Bildwerken, die wahrscheinlich so alt wie die Geschichte, wahrscheinlich so alt ist wie die Geschichte der Produktion von Bildern selbst. Ich möchte die aktuellen Auseinandersetzungen um Denkmäler historisch und global einordnen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Vorgeschichte der Zerstörung oder des Umgangs mit den Denkmälern des Kommunismus. Ich will aber noch etwas weiter zurückschauen in einem Zeitraum von etwa 100 Jahren auf Auseinandersetzungen mit Denkmälern, Zerstörungen von Denkmälern, die mit politischen Umbrüchen verbunden waren. Die erste Welle der Zerstörung von Denkmälern im 20. Jahrhundert rollte nach dem Ersten Weltkrieg, und zwar ganz besonders in der östlichen Hälfte Europas, wo in den neu entstehenden Nationalstaaten zahllose Monumente der untergegangenen Großreiche zerstört wurden, zum Zeichen der Überwindung der früheren Regime und zum Zeichen eines staatlichen Neuanfangs. Ich zeige Ihnen hier nur ein einziges Beispiel, die Mariensäule in Prag, die im Jahr 1918 zerstört wurde in einer spontanen Aktion durch eine wütende Menge. Sie wurde zerstört als ein Symbol der erzwungenen Rekatholisierung Böhmens und der Diskriminierung der tschechischen Nation im Habsburgerreich. Auf der rechten Seite sehen Sie übrigens die kürzlich rekonstruierte Mariensäule. Sehr interessante Geschichte, der ich jetzt hier aber keine Aufmerksamkeit widmen kann, weil uns dazu die Zeit fehlt. Nach 1933 zerstörte das Dritte Reich zahllose Denkmäler, zunächst in Deutschland. Es waren die Denkmäler für politische Gegner, wie zum Beispiel das berühmte Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gewidmete Revolutionsdenkmal in Berlin, das 1935 abgerissen wurde. Und natürlich waren es unzählige Zeugnisse jüdischer Kultur in weitestem Sinne. Nach dem Ausbruch des Zweiten oder der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs folgten zahllose Denkmäler in den von Deutschland besetzten Territorien. Auch hier zeige ich nur ein Beispiel, das ist das Denkmal für den polnischen Nationaldichter Adam Mickiewicz in Krakau, dessen Zerstörung nach dem deutschen Einmarsch zu sehen ist im Kontext des Plans einer systematischen Auslöschung Polens als Kulturnation. Die nächste Welle von Zerstörungen von Monumenten rollte dann nach dem Untergang des Dritten Reichs. In Deutschland waren davon nicht nur Symbole des Nationalsozialismus betroffen. Sie sehen als Beispiel hier die berühmte Sprengung des Hakenkreuzes auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg, sondern es waren auch vor allem in der jungen DDR Denkmäler des Kaiserreichs aus der Zeit von vor 1918 betroffen, weil sie nun gesehen wurden als Ausdruck, als Teil einer fatalen Tradition von Nationalismus und Militarismus, die in Preußen ihren Ausgang genommen habe. Auch dazu ein einziges Beispiel, das ist die Demontage des Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals in Berlin am heute wieder entstandenen Berliner Schloss. Trotz solcher Erfahrungen glaubten viele Denkmalpfleger und viele Kunsthistorikerinnen lange Zeit, dass der
Ikonoklasmus ein rein historisches Phänomen sei, sozusagen eine geschlossene Periode der Geschichte. Und dazu gehörte etwa auch Martin Warnke, ein sehr bekannter und sehr bedeutender Kunsthistoriker, der sich schon in den 1970er Jahren entsprechend äußerte. Er sagte, Bildersturm, das soll es eigentlich, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, das ist Vergangenheit, jetzt sehr zugespitzt gesagt. Das erwies sich als ein Trugschluss, eigentlich als eine wirklich krasse Fehleinschätzung, wie bereits die vielen von ihren Sockeln fallenden kommunistischen Helden nach 1989 vor Augen führten. Hierzu ein einziges Beispiel, paar exemplarisch. Das sind Statuen von Felix Dzerzhinsky, dem Gründer des sowjetischen Geheimdienstes in Warschau und in Moskau, bei oder kurz vor ihrem Sturz, auch nur ganz am Rande gesagt, in Moskau gibt es inzwischen Bestrebungen zur Rekonstruktion dieses Dzerzhinsky-Denkmals. Das bekannteste Beispiel in Deutschland ist das gigantische Lenin-Monument in Berlin-Friedrichshain, heute Platz der Vereinten Nationen, das Kraft einer Verwaltungsentscheidung des Bezirkes nach einer sehr kontroversen Diskussion 1991 demontiert wurde, dessen Teile dann anschließend vergraben wurden, und den Kopf des Lenin können Sie heute in der Zitadelle Spandau sehen, in einer musealen Präsentation von verschwundenen Denkmälern, die im Zusammenhang mit unserem Thema wirklich hochinteressant und auch wegweisend ist, und ich empfehle sie allen von Ihnen, die sie noch nicht gesehen haben. Etwas mehr als ein Jahrzehnt später folgten dann Statuen von Saddam Hussein, die von amerikanischen Soldaten im Irak, aber auch von Einheimischen, von der lokalen Bevölkerung in spontanen, teils organisierten, überwiegend wohl spontanen Aktionen von ihren Sockeln gestoßen wurden. Etwa in dieser Zeit schockierten die Taliban die Weltöffentlichkeit mit der Sprengung der berühmten Buddha-Statuen in Bamiyan in Afghanistan. Und erst vor wenigen Jahren waren wir schockiert über die Zerstörung weiter Teile der antiken Stadt Palmyra, die Opfer der Zerstörungswut des Islamischen Staates in Syrien wurde. Die vielen Kampagnen zur Zerstörung von Denkmälern im 20. und frühen 20. Jahrhundert fanden statt in ganz unterschiedlichen historischen Kontexten. Sie betrafen Werke von ganz unterschiedlichem künstlerischem und kulturellem Wert, von traditionellen, konventionellen Denkmälern im Geiste des 19. Jahrhunderts über banale Statuen eines Diktators bis zu wirklich bedeutenden Kunstwerken und sogar Welterbestätten. Hinter diesen Zerstörungen standen auch denkbar verschiedene, ein ganz breites Spektrum von Akteuren, Akteurinnen und von Ideologien. Und ganz unterschiedlich waren auch die Umstände. Teilweise waren das spontane Aktionen, die von den Massen getragen waren. Teilweise waren das organisierte Aktionen und zu einem nicht unbeträchtlichen Teil eben auch Umsetzungen administrativer Umsetzungen von Verwaltungsakten. Und nicht zuletzt, und das ist, denke ich, ganz unnötig zu sagen, auch unsere moralischen Urteile zu diesen Zerstörungen weisen sicher ein ganz breites Spektrum auf, von Empörung oder Fassungslosigkeit, Ohnmacht angesichts der Zerstörung weltweit einzigartiger Kunstwerke über ein gewisses Verständnis in der jeweiligen historischen Situation bis hin zu einer Genugtuung über die Beseitigung von als unakzeptabel angesehenen Symbolen von Unrecht und Gewaltherrschaft. Aber all diese Zerstörungen, Beseitigungen von Monumenten haben eine Gemeinsamkeit doch, und zwar in Bezug auf ihre Funktion. In Zeiten von Umbrüchen und in Zeiten von Herrschaftswechseln ist der Denkmalsturz immer ein Mittel, die Überwindung eines alten Regimes zu demonstrieren und zugleich den Machtanspruch einer
neuen Formation. Und diese politische Funktion ist ein übergeordneter Gesichtspunkt in solchen Situationen. Die Frage von Denkmalwert, künstlerischem Wert oder auch Zeugniswert, historischem Zeugniswert, tritt dann in den Hintergrund. Und das ist natürlich logisch, das macht natürlich Sinn. Es wäre ja einfach absurd, in der Zeit der Sprengung des Hakenkreuzes am Zeppelinfeld, als der Krieg noch nicht zu Ende war, als die Kämpfe noch tobten, irgendwie auf den Zeugniswert dieses Hakenkreuzes oder was auch immer für einen Wert davon verweisen. Es war ein medial wirkungsvolles Zeichen des Sieges über Nazi-Deutschland, als die letzten Kämpfe eben noch im Gang waren, und damit beeinflusste diese Maßnahme auch den weiteren Verlauf des Krieges. Also in solchen Fällen kann die Denkmalzerstörung ein politisches Kampfmittel sein, und sie kann auch sogar eine militärische Bedeutung annehmen. Und das kann in den letzten Jahren beobachtet werden in der Ukraine vor dem Hintergrund des Konfliktes mit Russland nach der Annexion der Krim durch Russland. Im Jahr 2014 unterzeichnete der ukrainische Präsident ein Gesetz, das alle sowjetischen Symbole aus öffentlichen Orten verbannt. Entsprechend diesem Gesetz müssen alle Lenin-Statuen beseitigt werden oder zumindest demontiert, entfernt werden aus dem öffentlichen Raum. Genauso alle roten Sterne, alle Gedenkzeichen für sowjetische Helden und so weiter. Dieses Gesetz führte zum Phänomen des Leninopat, das heißt auf Ukrainisch der Fall von Lenin oder der Fall, das Fallen der Lenins, vielleicht kann man es so verstehen. Und Sie zeigen auf dieser Karte, was das für ein Ausmaß angenommen hat. Das hat etwa 1000 Lenin-Statuen betroffen. Einige von ihnen sind schon vor 2014 in spontanen Aktionen gefallen, die meisten dann aber infolge dieses Gesetzes. Dieser ukrainische Leninopat kann verstanden werden als eine Reaktion auf die russische Aggression, mit der der frühere Imperialismus der Sowjetunion wiederbelebt wurde. Aber auch in anderen postsozialistischen Ländern, in Ostmittel- und Osteuropa, die eine durchaus ruhigere Entwicklung durchlaufen haben in den letzten Jahrhunderten, nimmt die Beseitigung der visuellen Relikte kommunistischer Regime aus dem öffentlichen Raum eine immer systematischere und auch immer radikalere Formen an. In Polen zum Beispiel hat das Parlament 2016 ein Dekommunisierungsgesetz beschlossen, zu dem auch die Verpflichtung zur Entfernung aller verbleibenden Monumente, die den Kommunismus repräsentieren, gehört. Ähnliche Gesetze gibt es inzwischen auch in einigen anderen postkommunistischen Ländern, und sie führen eigentlich immer zu Kontroversen in der Zivilgesellschaft mit Kritikern, die darin eine Rückkehr sehen zu einer Zensur im Dienste einer totalitären Geschichtspolitik, nur eben jetzt unter umgekehrten Vorzeichen. Und diese Kontroversen betreffen nicht zuletzt die Frage, was ist denn eigentlich ein Denkmal für den Kommunismus? Was ist denn eigentlich ein Denkmal, das den Kommunismus repräsentiert? Wo beginnt das und wo hört das auf? Und wie ist umzugehen mit Denkmälern für ambivalente Persönlichkeiten und für ambivalente Ereignisse, die für unterschiedliche Aspekte der Geschichte stehen? Und so ein Beispiel waren die Auseinandersetzungen um das Denkmal für einen gewissen Jerzy Jeątek in Katowice. Katowice, das ist die Stadt in Südpolen, die Regionalmetropole von Oberschlesien. Jerzy Jeątek war ein Funktionär des kommunistischen Regimes, aber gleichzeitig wurde und wird er verehrt von einem großen Teil der oberschlesischen Bevölkerung
für seine Verdienste um die Region und für seine Volksnähe, die ihm zugeschrieben wird. Nach den strengen Regeln des Dekommunisierungsgesetzes wäre diese Statue von Jentek zu entfernen gewesen. Die Stadt Katowice, die Stadtverwaltung, widersetzte sich dem aber mit einem Trick, indem sie den Standort der Verwaltung eines Museums unterstellte. Und Museen sind von dem Gesetz ausgenommen. Museen sind Bildungseinrichtungen und da dürfen auch noch Symbole des Kommunismus weiter gezeigt werden. So hat man das Denkmal erhalten, aber Friede war damit nicht wirklich gestiftet, weil dieses Denkmal von vielen beliebt ist und bei anderen gilt es als ein Stein des Anstoßes und so wurden auch Anschläge verübt auf das Denkmal etwa im Jahr 2018 von Anhängern eines rechtsradikalen polnischen Politikers. Während in mehreren postkommunistischen Ländern eine rigorose Dekommunisierung des öffentlichen Raums voranschreitet, sind in verschiedenen postkolonialen Ländern Kampagnen zur Beseitigung visueller Relikte einer belastenden Vergangenheit ebenso zu beobachten. Ein folgenreiches Beispiel für die Dekolonisierung des öffentlichen Raums war die Kampagne Roads Must Fall, die 2015 von der Universität Kapstadt ausging, die ikonoklastischen Aktivitäten gegen den britischen Kolonisten, der als Unternehmer und Politiker über immense Territorien im südlichen Afrika herrschte, mündeten vor ungefähr 5 Jahren schon in eine breite Protestbewegung gegen Rassismus, die bald nicht nur andere Orte in Südafrika, sondern etwa auch in Großbritannien erreichte, darunter Oxford, wo immer noch der Streit über eine Cecil Rhodes Statue an der Fassade eines College-Gebäudes tobt, wobei Aktivisten und Aktivistinnen von studentischer Seite lautstark die Beseitigung fordern. Bereits vor mehreren Jahren und nicht erst im Jahr 2020 verschärften sich auch in den Vereinigten Staaten die Auseinandersetzungen um die Denkmäler der Konföderierten, das heißt der Anführer der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg, die für die Beibehaltung der Sklaverei unter anderem, jetzt ganz verkürzt gesagt, kämpften. Im Jahr 2017 wurden bereits einige Denkmäler der Konföderierten, allen voran des besonders bekannten Generals Robert Lee, beseitigt, während andere, wie hier in Charlottesville, gewaltsame Auseinandersetzungen auf der Straße provozierten. Nach dem Tod von George Floyd im Jahr 2020 wurden dann etwa 100 konföderierten Denkmäler im Zuge oder in der Folge der Black Lives Matter Proteste zerstört oder demontiert, mit etwas Verzug auch noch weitere im Jahr 2021, zum Beispiel das besonders bekannte Robert Lee Denkmal in Richmond. Das wurde nach mehreren Gerichtsentscheidungen schließlich vor wenigen Wochen demontiert. Nachdem es im Jahr 2020 Ziel von Angriffen, aber durchaus auch Ziel von kreativen Happenings gewesen ist, für die Sie auf der rechten Seite ein Beispiel sehen können. Die Angriffe richteten sich vor allem gegen die konföderierten Generäle, aber auch über verschiedene andere Personen der Geschichte, die mit Kolonialismus und Rassismus in Verbindung gebracht werden, bis hin zu Christoph Kolumbus, dessen Statue in Boston Sie hier nach ihrer Enthauptung sehen können. Die neue Welle von Monumenten im Namen der Dekolonisierung, es wurde ja heute schon erwähnt, gab es auch in anderen Ländern. In Bristol zum Beispiel wurde die Statue des Sklavenhändlers
Edward Colston, der im 17. und frühen 17. und frühen 18. Jahrhundert lebte, zerstört. Und diese Zerstörung wurde inszeniert als ein symbolischer Lynchmord, ausgeführt von Aktivisten, die damit für eine bessere Welt zu kämpfen meinten. Sie sehen hier drei Szenen. Das eine ist der Sturz dieser Statue. Anschließend wird auf diese Statue eingetreten von der Masse, dann wird sie in das Hafenbecken gerollt und ins Wasser gekippt als Parallele und zur Erinnerung an das Schicksal der in seinem Auftrag von Afrika nach Amerika verschifften Sklaven, die, wenn sie krank oder schwach waren, einfach über Bord geworfen wurden und damit zu Tode kamen. Also das ist hier die Parallele, die hier betont wird. Aber gleichzeitig ist es eine nachgestellte Hinrichtung mit einem ausgesprochenen Partycharakter. Die Menschenmasse jubelt und kreischt vor Freude. Und ich muss sagen, als ich das gesehen habe, es gibt viele Filme, Videos davon im Netz, mich schauderte es einfach. Und gleichzeitig fühlte ich mich sehr erinnert an ähnliche Aktionen im Namen der Dekommunisierung, vor allem die Zerstörungsaktionen gegen Lenin-Denkmäler. Über diese Parallelen sprach ich irgendwann mit einer Kollegin und die Kollegin sagte mir etwa Folgendes. Die seien schon unübersehbar, aber du kannst doch nicht Dekolonisierung mit Dekommunisierung gleichsetzen. Denn im Falle der Dekommunisierung seien das autoritäre Regime oder autoritär agierende Regierungen, die das durchsetzen. Im Falle der Dekolonisierung dagegen seien das Aktivistinnen und Aktivisten, die versuchen, symbolisch einen lange Zeit herrschenden Diskurs zu durchbrechen, auf den Kopf zu stellen sozusagen. Das heißt, in einem Fall sei es eine illiberale Top-Down-Geschichte von oben nach unten und in dem anderen Fall seien das Aktionen von unten, die aus der Zivilgesellschaft kommen. Und das ist natürlich ein wichtiger Hinweis und ich will auch beides nicht gleichsetzen, aber ich glaube, diese Entgegensetzung funktioniert auch nicht so ganz. Ich glaube, tatsächlich ist es etwas komplizierter. So werden die Dekommunisierungsgesetze zwar mehr oder weniger autoritär durchgesetzt, aber sie spiegeln wohl auch Befindlichkeiten eines mutmaßlich nicht ganz kleinen Teil der Bevölkerung wider. Sonst würden das diese Regierung wahrscheinlich gar nicht machen, wenn sie nicht mit einem gewissen Maß von Unterstützung rechnen könnten. Und gleichzeitig handelt es sich bei den antikolonialistischen Denkmalstürzen auch nicht immer um Aktionen von unten, denn ein beträchtlicher Teil davon, von diesen Denkmälern wurde Kraft von durch Verwaltungsakte entfernt. Und unter den lokalen Machteliten gibt es auch immer wieder Sympathien und moralische Unterstützung für die Aktivisten und Aktivistinnen. Was aber jedenfalls in beiden Fällen beobachtet werden kann, bei der Dekommunisierung ebenso wie bei der Dekolonisierung, das ist die, ich glaube, auch wirklich in zunehmendem Maße fehlende Bereitschaft zur Differenzierung und Reflexion von Ambivalenzen bei der Beurteilung historischer Gestalten, Ereignisse und Prozesse. Unübersehbare Parallelen, das habe ich ja beispielhaft vorgeführt, zeigen sich auch in den Formen der Inszenierung exzessiver Gewalt, die sich gegen die Statuen und damit symbolisch posthum sozusagen gegen die sie repräsentierten Personen richtet. In Deutschland sind meines Wissens bisher nur ganz vereinzelt Denkmäler, die mit Kolonialismus oder Rassismus in Verbindung gebracht werden, abgeräumt worden. Danke an Christina Sassenscheid gerade eben für Hinweise aus Hamburg. Wenn ich von Ihnen noch weitere Informationen zu Abräumungen solcher Denkmäler in letzter Zeit bekomme, bin ich
dankbar. Nach meinem Eindruck konzentriert sich die Dekolonisierung des öffentlichen Raums doch überwiegend bis jetzt auf Umbenennungen von Straßen und Platznamen. Es mehren sich aber auch Angriffe auf Denkmäler, Farbanschläge, das Ups sind besonders verbreitet, ebenso wie Forderungen nach ihrer Demontage. Als Beispiel für Angriffe zeige ich Ihnen das Bismarck-Denkmal in Hamburg-Altona. Als Beispiel für Angriffe, aber auch für von Bürgerinitiativen erhobene Abrissforderungen, das große Hamburger Bismarck-Denkmal unweit des Hafens, das zufälligerweise gerade 2019 und 2020 saniert wurde. Und in diesem Zusammenhang gab es da ziemlich erhitzte Debatten nach dem Tod von George Floyd. Auf der Website Tear Down This Shit, auf gut Deutsch oder also frei übersetzt oder eigentlich wörtlich übersetzt, hau weg die Scheiße. Also auf der Website Tear Down This Shit wird dementsprechend postuliert, Kolonialismus hat keinen Platz auf unseren Straßen. Wie das gemeint ist in Bezug auf Denkmäler, zeigen Zeichnungen auf der Website von stürzenden Statuen oder auch Aufforderungen zum Handeln wie diese. Ich zitiere aus der Website Tear Down This Shit. Zitat: Kopf ab, runter vom Sockel, Farbe drauf, Schild drüber. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Vieles kann ein Denkmal sein und im Zweifelsfall macht es sich im Wasser treibend auch ganz gut. Ende des Zitats. Also die Zerstörung des Colston-Denkmals, die ich gerade vorgeführt habe, schwebt hier offenbar als nachahmenswertes Vorbild vor. Die professionellen Haltungen in Deutschland sind in Deutschland aber zum Glück bisher differenzierter als solche aktivistischen Forderungen nach einem kurzen Prozess. Wobei man auch sagen muss, unter den Aktivisten und Aktivistinnen gibt es natürlich auch ein breites Spektrum. Es gibt nicht nur solche Forderungen, sondern auch sehr viele reflektierte Ansätze und überhaupt empfinde ich diese ganze Diskussion als sehr bereichernd. Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz setzt sich für den Erhalt und eine kritische Auseinandersetzung mit anstoßerregenden Denkmälern ein. Ich kann hier nicht für das ganze Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz sprechen. Ich spreche nur für mich und hafte auch alleine für mich. Aber das ist mein bisheriger Eindruck von der Meinungsbildung im DNK. Zu den Formen dieser kritischen Auseinandersetzungen können kommentierte Inschriften gehören oder auch Denkmäler, wofür es in Deutschland ja schon einige Beispiele gibt. Ulrike Wendland hat vorher dieses Hamburger Beispiel genannt, wo es ja schon zwei Gegendenkmäler zu einem Denkmal gibt. Und mit diesen Gegendenkmälern kann eine neue Botschaft, auch eine Gegenbotschaft in den öffentlichen Raum kommen, aber eben zerstörungsfrei unter Erhaltung des Geschichtszeugnisses. Ganz anders läuft der professionelle Diskurs zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Ich komme sehr bald zum Schluss und ich sehe an meiner Uhr, dass ich das auch muss. Die Society of Architectural Historians, das heißt ein Netzwerk von Architekturhistorikern und Architekturhistorikern, von dem man eigentlich erwarten würde, sie würde sich reflexhaft für die Erhaltung materieller Zeugnisse einsetzen, publizierte im Sommer 2020 im Zuge der Black Lives Matter-Proteste eine Verlautbarung, in dem sie grundsätzlich ganz pauschal Sympathien erklärte mit allen Formen der Demontage und der Zerstörung der konföderierten Denkmäler, weil das eben böse Denkmäler seien, etwa so heißt es in der Erklärung und die Bedeutung ließe sich auch nicht kontextualisieren und nicht reden. Damit nicht genug. Die Gesellschaft der Architekturforschenden hat zugleich erklärt, sie habe sogar Verständnis für Museen, die nicht bereit seien, diese zerstörten Statuen in ihre Depots einzulagern, als wäre das sozusagen giftiges Zeugs, das man von sich fernhalten müsste. Was sind eigentlich die Gründe für diese Unterschiede im professionellen Diskurs? Ganz großes Feld kann ich hier nur ganz kurz anreißen. Zum einen
sind die konföderierten Denkmäler heute in den Vereinigten Staaten in einem weitaus höheren Maße Brennpunkt eines gesellschaftlichen Antagonismus. Da verlaufen die tiefen Gräben, die die amerikanische Gesellschaft spalten. Und diese Spaltung hat nach der unglücklichen, furchtbaren Präsidentschaft von Donald Trump noch weiter zugenommen. Aber das ist ein weites Feld, darauf kann ich hier nicht länger eingehen. Aber ganz kurz abschließend eingehen möchte ich auf einen weiteren Unterschied und der oder ein, als einen, auf einen weiteren Grund für die Unterschiede, und der besteht in der in Deutschland besonders starken Tradition des Umgangs mit unbequemem Denkmalerbe, durch die sich, meine ich, gewisse Standards der Reflexion etabliert haben. Bei allen Zerstörungen des unbequemen Erbes, die wir natürlich auch immer wieder beklagen. Und diese Anstöße für die Reflexion gaben die, vor allem die Debatten über den Umgang mit den Hinterlassenschaften zweier Diktaturen. Das ist eine deutsche Besonderheit, dass wir es mit diesen Hinterlassenschaften zu tun haben. Immer wieder haben sich Denkmalpflegerinnen, Kunsthistoriker, Architekten ebenso wie Bürgerinitiativen für den Schutz gerade jenes Erbes eingesetzt, das mit unangenehmen Geschichten, mit unangenehmen Erinnerungen und Konnotationen verbunden und damit auch besonders, potenziell besonders konfliktreich ist. Und zwar, weil diesem Erbe als Zeugnis einer unangenehmen Geschichte ein besonders aufklärerisches Potenzial beigemessen wurde. Die Charakterisierung als unbequemes Denkmal wurde in den letzten Jahrzehnten nach meiner Wahrnehmung fast schon zu einer Art Gütesiegel. Das sind die allerbesten, die allerwichtigsten Denkmäler in der Sicht vieler Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger. Die vermeintlich unbequemen Denkmäler sind mittlerweile fast die liebsten geworden. So einen Eindruck habe ich manchmal gewonnen in den Debatten der letzten Jahrzehnte. Und darin liegt vielleicht auch schon wieder eine gewisse Übertreibung. Aber ich meine, auch heute sollte gelten, was der Denkmalpfleger Helmut Engel 1994 in Bezug auf die damals fortschreitende Zerstörung der Denkmäler des Kommunismus schrieb. Ich zitiere Engel ganz kurz zum Abschluss. Geschichte zu bewahren und gleichzeitig zu überwinden bedeutet zunächst zweierlei. Einmal, es ziemt sich nicht, Fortschritt mit dem Mittel der Zerstörung einhergehen zu lassen. Und der Fortschritt muss sich in seiner Eindimensionalität durch die mahnende Wirkung der Geschichte brechen lassen. Und diese Haltung, so meine ich jetzt, sollte heute auf die gefährdeten, mit Kolonialismus und Rassismus verbundenen Denkmäler übertragen werden. Das heißt natürlich nicht, dass man sich in Einzelfällen nicht für die Demontage und museale Einlagerung oder museale Präsentation eines Denkmals entscheiden kann. Denkmäler müssen auch verschwinden können, sie müssen auch Platz machen, sonst sind unsere Städte irgendwann restlos davon verstopft. Das muss aber mit der Reflexion und der Sorgfalt passieren, die historische Zeugnisse verdienen, auch wenn sie uns heute zuwider sind. Vielen Dank.